ich bin das erste Mal hier und es war von Anfang an mein Herzenswunsch, hieran teilzunehmen. Und es ist halt so, dass die Musik im Freundeskreis einen ganz erheblichen Teil dazu beigetragen hat, dass ich meine Heilung erhalten konnte. Und es war mir einfach ein Wunsch, auch einmal zu unterstützen. Also in dieser Musik zu helfen, dass etwas geschieht, das für Menschen, die auf Hilfe und Heilung hoffen und hierher kommen, danach suchen, mit dieser Musik wieder gesund zu werden, sich öffnen zu können, wenn sie diese Musik hören, weil sie so rein ist. Also für mich einerseits eine große Ehre, weil für mich waren hier auf dem Chorwochenende waren für mich immer so die, sag mal, so die besten Sänger und die besten Spieler und es war immer ein großer Wunsch, mal mit hier hinzukommen und ja, bin jetzt sehr froh, dass ich hier jetzt mitsingen kann. Ja. Da spüre ich einfach immer wieder, ich weiß nicht, Heimat und da fühle ich mich total geborgen und mir ist auch gefallen, ich kann das nicht einfach nebenbei hören. Also wenn ich mir so Musik anhöre, dann will ich es genießen und auch in Ruhe dann mich dazu einstellen oder keine Ahnung, das auf jeden Fall das aufnehmen, was dabei rüberkommt. Also ich bin ja auch selber viel, auch schon vorher im Chor gewesen. Und was für mich das Besondere ist, dass beim Singen der Text und die Musik einen so inspiriert, dass man so das alles so miterlebt, so ganz im Gefühl ist. Und ich spüre dabei immer so viel Kraft und also blühe da innerlich total auf. Also ich nehme immer selber total viel davon mit. So was da in dem Text gerade gesungen wird, ob wir gerade vom Paradies singen oder was weiß ich nicht. Man begibt sich dann so da rein, um dieses Gefühl wirklich dann auch rüberbringen zu können. Und ja, das gibt mir halt persönlich auch ganz viel. Erwartungen habe ich jetzt eigentlich in letzter Zeit versucht runterzuschrauben, dass ich keine Erwartung habe, weil wenn ich keine Erwartung habe, dann erfreut es mich umso mehr, wenn etwas kommt. Aber ja, also ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Das ist mein erstes Mal jetzt hier mit der Posaune und ich bin total gespannt, wie das jetzt wird, mit den ganzen Freunden zusammenzuspielen. Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zum Chorwochenende hier in Nürtingen. Wir sind jetzt im 24. Jahr der Chorwochenenden. Und zunächst nochmal danke an jeden Einzelnen für die Vorbereitung, die Zeit, jetzt alles, was Sie investiert haben, bis jetzt hier hinzukommen. Und bevor wir jetzt weitermachen, überhaupt organisieren, und alles weitere besprechen, nehmen wir erstmal gemeinsam die Kraft auf und geben den ganzen Alltag ab. Jeder. Alle sind von weit her gekommen. Die Freunde, die vom weitesten hergekommen sind, es ist Australien, das ist die Frau Sascha Kotis. Und dann haben wir aus New York die April James. Dann haben wir Slowenien, Simona, und ansonsten sind wir aus ca. 12 Nationen her. Herr Asenski kommt von Mazedonien, aber lebt ja bei uns. Und wir haben ganz viele Nationen auch, das ist richtig international. Und so hat jeder seine Reise hinter sich. Und jetzt zu Beginn bitten wir gemeinsam unseren lieben Freund Bruno Gröning, dass wir jetzt mit Gott verbunden sind und jeder so ganz in sich auch ist und alles, was jetzt noch zu Hause war und alle Angelegenheiten, dass wir das jetzt in höhere Hände geben, in die höchsten Hände und bitten da für all unsere Herzenswünsche um die göttliche Ordnung. Und atmen aus und freuen uns, dass wir hier sind. Ach, schön. Genau, kreisen die Schultern nach hinten. Und
fangen mal an mit der Atmung und machen zuerst eine ruhige und tiefes Atmen in den Bauch. Genau, einmal über das Gesicht und dann die Stirn ein bisschen ausstreichen, so leicht massieren, über den Augenbrauen. Besonders auch hier oben mal die Schläfen massieren. Das entspannt den Unterkiefer, habe ich gelernt. Ja, das ist für mich ganz großartig, dass ich hier sein kann, weil das hätte ich mir nie vorstellen können. Als ich in den Freundeskreis kam, war ich sehr belastet. Ich hatte über 20 Jahre Fibromyalgie und ich konnte einfach nichts mehr machen. Also ich bin in 2010, konnte ich nur noch am Stock gehen und meine Kinder, die kannten mich nur krank und die Ärzte hatten mich aufgegeben und ich bin noch alle alternativen Wege gegangen und ich hatte ambulantes betreutes Wohnen und keine Kraft in den Händen und ich konnte nichts machen. Ich war so verzweifelt und habe gesagt, lieber Gott, wenn es dich gibt, dann bist du der Einzige, der mir noch helfen kann. Dann habe ich den Flyer gefunden. Also ich bin dann mit sehr gemischten Gefühlen zu dieser Einführung gegangen und weil das war auch vorher so kurios. Ich hatte die Frau Herrmann angerufen und hatte ihr berichtet, was ich so an Belastung habe. Und dann hat sie gesagt, ja, in 2 Wochen, am 10. Mai, haben wir die Einführung, dann können Sie zur Einführung kommen. Und eine Woche später ruft sie mich an und sagt, ja, ob das noch stimmt, der Termin, weil sie musste dann früher aus der Arbeit raus und so. Und ich konnte mich an nichts erinnern, ne? Weil ich hatte auch Erinnerungsstörungen und Wortfindungsstörungen. Und am Freitagvormittag hat sie mich dann nochmal angerufen und ich hatte wieder keine Erinnerung daran, ja. Und komme in die Einführung und die waren 2 Damen da, die Birgit Herrmann und die Metka Matjacic aus Slowenien. Und wir sitzen da in diesem Raum und wir saßen da und sie meinten, ja, so nicht die Hände über kreuzen Beine, auf, ne, so offene Sitzhaltung. Und dann sagt sie so, da ist das Bild von Bruno Gröning, schauen Sie das jetzt an und stellen sich vor, dass im Mülleimer und geben Sie alles rein, was Sie in Ihrem Leben nicht mehr haben wollen. Da habe ich gesagt, so einfach, ja. Und ja, machen Sie das mal. Und dann habe ich gesagt, ich sage, okay, Freund, dann gebe ich dir das jetzt, dann kriegst du halt all inclusive. Ich sage, aber bild dir nicht ein, dass ich das jetzt aufzähle. Weil ich habe nach der Geburt von Paul habe ich 3,5 Jahre Psychoanalyse hinter mich gebracht. Also es lag alles schön und sauber auf dem Tisch. Aber ich habe ja gelernt, man soll sich mit dem Unguten nicht beschäftigen, ne? Weil das hat mich so richtig runtergebracht. So. Und sagt sie, haben Sie das gemacht? Ich sage, ja. Ja, sagt sie, dann nehmen wir jetzt den Heilstrom auf. Und sie hat dann die Musik angemacht und sagt sie, denken Sie an was Schönes. Ich sage, vor allem in meinem Leben gibt es nichts Schönes. Sagt sie, dann hören Sie einfach die Musik an. Und ja, und dann habe ich mich dann so hingesetzt und die Augen zugemacht und die Musik angehört. Die gefällt mir gut. Und dann spürte ich ganz schnell so ein Kribbeln in den Füßen und in den Händen. Und hier, als würde die Sonne aufgehen und so ein Glücksgefühl ging durch den Körper. Unbeschreiblich, ja. Unbeschreiblich. Und vor meinem Inneren, ich habe dann nur kurz die Augen aufgemacht, aber die saßen einfach nur so da, ganz ruhig. Und dann habe ich die Augen zugemacht und dann kamen diese alten Erinnerungen aus der Kindheit, aber ohne diese miesen Gefühle irgendwie in der Psychoanalyse. Und das ging hoch und plöpp, ach so, da war noch was und noch was und noch was und ich fühlte mich leichter und leichter und leichter. So, dass ich das Gefühl habe, die müssen mich jetzt irgendwie festhalten, sonst fliege ich davon, ja, so schön war das. Und am nächsten Morgen habe ich dann gehört, ja, morgens um 9, abends um 9, dann diese Kraft aufnehmen. Ich habe das dann auch gemacht und dann kam auch dieses Glücksgefühl wieder. Und
Ja, dann mittags kommt mein Sohn nach Hause und er sah das Foto, sagt er, wer ist das denn? Ja, ich sag, das ist Bruno Gröning, aber der lebt nicht mehr. Ja, okay, dann, ne, ist keine Gefahr. Und naja, auf jeden Fall, am Abend setze ich mich dann wieder um 9 Uhr aufs Bett und er kommt ins Zimmer und guckt mich an, sagt er, was machst denn du da? Ich sage, ich nehme den Heilstrom auf. Dreht er die Augen und sagt, da probierst du schon wieder irgendwas aus. Weil ich bin in diesen 20 Jahren, ich habe so viel gelesen und bin überall hin. Und was Kinesiologie war oder Homöopathie oder Schamanismus. Ich bin wirklich überall hingerannt und habe das Geld gelassen, ja. Und ohne dass da irgendwas, das war vielleicht mal 2 Wochen, weil es irgendwie... Und dann ging es aber wieder los, ja. Und er wollte dann mit mir kuscheln, also ne, so bei mir sein. Und ich sagte, ja, ich sag, mach dann nichts, dich hinter mich aufs Bett. So, und dann bist du ja auch da und ich nehme das jetzt weiter auf. Ich spüre, dass mir das gut tut. Und da war das auch wieder so, dieses Kribbeln in den Händen und in den Beinen und auch dieses Glücksgefühl wieder. Und ich habe das genossen, das ging 1,5 Stunden, ne, so. Und dann stehe ich auf und er war eingeschlafen. Für mich war es immer schlimm, den zu wecken, damit er in sein Bett ging. Und ich habe dann einfach nur die Arme unter die Knie und unter die Schultern, habe den hochgehoben, aus dem Zimmer raus, durch den Flur, legt den in sein Bett. Und dann schrickt der Russe, was machst du? Was tust du? Hat er gesagt, was tust du? Ich sage, ich habe dich gerade in dein Bett gelegt. Und das kannst du gar nicht. Und dreht sich um und schläft weiter. Und ich stand da und habe meine Hände angeguckt und habe gedacht, das habe ich auch geglaubt. Mein Hausarzt hat mich ja immer nur mit 4 Wochen krank geschrieben. Und nach 2 Wochen war die Krankmeldung weg und ich hatte dann schon eine Putzstelle, um überhaupt mal wieder zu starten. Und ich bin dann zu meinem Arzt gegangen und der hat mir dann, der wollte einfach nur diese AU ausstellen. Und ich habe gesagt, Bruno, was mache ich denn jetzt? Wie sage ich denn? Dann habe ich einen Flyer mitgenommen und dann habe ich ihm das so berichtet, beziehungsweise ich habe erstmal gefragt, ich sage, Herr Dr. Rütten, glauben Sie an Heilung auf dem geistigen Weg? Guckt er mich an, als würde das an. Jetzt ist aber ganz zu Ende, ja. Und dann habe ich ihm das so berichtet und er guckt mich an und sagt, Sie sehen ja ganz anders aus. Ihre Augen strahlen ja. Das war vorher nicht, ja, das war nicht. Dann hat er mich untersucht, sagt er, ja, es ist weg, ne, ja. Und ja, es ist ja ein völlig anderes Leben. Ne? So, ich habe vorher hab ich nur im Bett liegen können mit 3 Wärmflaschen, um die Körpertemperatur hochzuhalten, damit ich die Schmerzen aushalten konnte. Das ging dann, das hatte ich dann rausgefunden. Und einfach wieder den Haushalt zu machen, kochen zu können, einkaufen zu gehen und die Kleine von der Nachbarin auch mal auf den Arm nehmen zu können, ja. Einfach wieder durch die Eifel laufen zu können, Fahrrad fahren zu können. Ja. Einfach zu leben. Genau, jetzt machen wir mal was Schnelleres und zwar. Dreimal und dann nochmal. Ja, es ist nur Freude, im Freundeskreis zu singen, zu musizieren, weil einfach stellt man sich zur Verfügung und dass diese Kraft, diese Liebe fließt und dann ich bin nicht wichtig, sondern es ist die Musik und auch die Menschen, die das empfangen. Und im Vergleich mit der Realität der professionellen Sänger, Opernsänger, es ist wie ein neues Geburt, weil praktisch in der professionellen Welt steht man ständig unter Druck, unter Stress, gibt viel Kraft aus, aber hat nicht man unbedingt Möglichkeit, immer wieder mit neuer Kraft sich aufzuladen, aufzutanken. Und meisten der Menschen dann kriegen seelische oder körperliche Belastungen. Und durch diese
Lehre, durch diese Kraftaufnahme und durch die Musik bekommt man sehr viel Kraft und kann man sich öffnen, den Herz öffnen. Und persönlich habe ich viel bekommen, also Stück nach Stück befreit von bestimmten Belastungen, genau verursacht von dieser beruflichen Realität. Zum Beispiel Heilung von Bandscheibenvorfälle, Depressionen. Und ich hatte einfach keine Lust mehr zu singen, weil ich hatte keine Kraft mehr. Und dazu auch eine Führung, wo ich erkannt habe, dass auch ich hatte diese Blockade lebenslang als ungeschulter Linkshänder. Und das Stück für Stück hast dich erlöst. Andachtsvoll schau ich vor mir auf dein Bild und danke dir. Groß und heilig leuchtet in mir das Erkennen meines Leibes und meiner Seele. Tatsächlich, das ist Freude am Singen, aber auch Freude am Unterrichten, weil ich bin auch Gesangspädagoge und sogar darf ich jetzt als Dozent an einer Uni unterrichten und das macht mir wirklich viel Spaß. Und ja, durch diese Kraftaufnahme kann man auch für die anderen die Kraft aufnehmen und die anderen indirekt helfen und auch sich dann wieder zur Verfügung stellen und die richtigen Gedanken bekommen, wie am besten man helfen kann bei den anderen auch. Mama, 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 mama. Ja, ich bin vor 18 Jahren in den Freundeskreis gekommen und am Anfang war ich noch zu Kopf gesteuert. Neugierig, wollte was wissen, wie geht das überhaupt? Aber ich bin als allererstes in den Chor gegangen, ich wollte dabei sein. Und das Einstellen gibt mir sehr viel innere Ruhe dann, also die macht die Bodenhaftung. Ja, und dann kann ich mit der Seele nach oben gehen und kann singen. Aber das Einstellen hält mich auf dem Boden der Tatsache. Wenn man so ein langes Leben hat, das gibt ja viele Situationen, wo du sagst, jetzt möchtest du den Kopf unter die Bettdecke stecken. Aber dann hörst du dir eine Musik an oder hier was, unser erfreue dich Himmel, erfreue dich Erde, da kannst du nur tanzen mit. Ja, und das spiele ich dann ab. Und wenn ich Bedarf habe nach Tanz, dann nehme ich ein Kissen und tanze. Und ich war, als ich in Ruhestand ging, mit 60, war ich älter als heute. Wirklich älter als heute. Und heute habe ich eine Vitalität, über die ich selber staune. Viola, wie ist das für dich, hier an diesem Wochenende mit dabei zu sein, als Jüngste mit 13? Das macht mir gar nichts aus, also Alter spielt da keine Rolle. Das macht trotzdem Spaß, mit Älteren auch zu singen. Man lernt auch andere kennen, obwohl die älter sind, das macht auch Spaß. Es ist immer wieder was anderes, ich war letztes Mal auch schon dabei und das bringt Kraft. Und wenn man mal schlecht gelaunt war, dann kommt man wieder gut gelaunt raus, mit vollgeladen. Ich habe das Gefühl, das Alter hat überhaupt keine Rolle. Wir gehören zusammen. Also ich empfinde da keinen Unterschied. Sie sind zwar ein bisschen kürzer, ja, das schon. Aber sonst, die sind da und ich war auch mal so jung. Und da weiß ich, wie beglückend das ist, wenn man vorne stehen darf und das auswendig kann und nur sich noch auf den Dirigenten fokussiert und glücklich sein kann, hinter sich Stimmen zu haben, die einen mittragen und ein bisschen schieben. Wir arbeiten alle zusammen, ja. Wir helfen einander und auch beim Singen, wenn irgendwas nicht stimmt, die anderen malen das direkt wieder weg. Und was lehrt Ihnen die Jugend selbst? Disziplin. Ja? Also hier im Chor, die sind voll bei der Sache. Und ihr seid alle unendlich liebenswert. Ja? Bis
226. Ich bin bei 226 am Ende vom Tag, da fangen wir das Ding zu schneiden. Ja? Ich war dieses Jahr das erste Mal dabei, dürfte dabei sein. Und mir wurde die Aufgabe erteilt. Also ich durfte die Teilproben vom Orchester führen. Wenn Herr Pesch gerade mit dem Chor gearbeitet hat, durfte ich zum Beispiel das Stück weit mit dem Orchester einstudieren. Und das war so eine Freude. Das hat mich richtig gefreut, weil eigentlich habe ich nicht so viel Erfahrung damit, was das betrifft. Ich habe schon vielleicht in anderen Orchestern so Registerproben geleitet, aber nicht so ein ganzes Orchester. Und im ersten Moment war ich so leicht überfordert, so, oh, was kommt jetzt auf mich zu? Aber dann habe ich trotzdem das alles so schön geführt und es hat so viel Spaß gemacht und ich bin so dankbar dafür. Aber zurückgehen tun wir erst bei der zweiten, bei der Wiederholung, ab Tag 226. Ja, ja. Ja, das ist gut. Ja? Das geht auch für die Bitte. Es war irgendwie total überwältigend und es hat ganz meine Sicht auf die Musik im Freundeskreis geändert, weil irgendwie konnte ich mir nie vorstellen, was alles dahinter steckt, hinter so einem Chorwochenende oder Orchesterwochenende. Ich dachte immer so, die Freunde würden zusammenkommen, einfach aufnehmen und danach wieder weggehen, aber es steckt einfach so viel Liebe dahinter und so viel ja, Harmonie zwischen den Freunden und das ist so schön zu sehen. Ich habe sehr viele Heilungen erlebt, unter anderem auch die Heilung von Atemnot. Da hatte ich mal ganz starke Hustenanfälle und habe auch Atemprobleme bekommen, konnte nicht richtig atmen. Ja, es war schon sehr hart, da ich auch öfters diese Atemprobleme, also die sind öfters aufgetreten. Und ich habe auch Leichtathletik gemacht und wenn ich dann Ausdauertraining hatte oder bei Wettkämpfen oder so, war es auch manchmal sehr hart, wenn ich dann aussetzen musste oder sowas, weil ich dann keine Luft mehr bekommen habe. Wir haben uns öfters eingestellt, auch mit der Kindergemeinschaftsleiterin damals. Und es sind zwar immer Regelungen aufgetreten, aber die sind immer besser geworden. Am Ende kam eine Regelung, die war sehr, sehr stark. Und am nächsten Morgen bin ich dann aufgestanden und wusste, jetzt bin ich geheilt und jetzt ist das weg. Und seitdem habe ich keine Atemprobleme mehr. Ich kann auch joggen und rennen und ich kann trotzdem ganz normal atmen, ohne dass ich dann irgendwie Hustenanfälle oder so bekomme. Ja, ich hatte 2005 einen Unfall mit meinem Sohn im Hallenbad und die zwei Kinder spielten, wer am längsten im Wasser bleibt. Und der Älteste hat den Jüngsten festgehalten und der kam dann volle Pulle hoch, knallt gegen meinem Kinn und die zwei Schneidezähne waren kaputt, die sind nach innen gegangen und ich wurde dann zur Notaufnahme, dann zum Zahnarzt geführt und der Zahnarzt hat so gut wie möglich daran was gemacht. Ich konnte nicht mehr essen, das heißt, die zwei ersten Wochen habe ich nur Flüssiges zu mir genommen und dann musste ich zu einem Kieferorthopäden, der mich dann hier oben operiert hat. Also beide Zähne sind wurzelbehandelt. Ja, also die Klarinette konnte ich vergessen, weil die Schneidezähne halten das Mundstück. Und ja, ich habe 5 Jahre Aufbissschmerzen gehabt. Das heißt, auch im normalen Brot abbeißen, das ging auch nicht. 2009 kam ich im Freundeskreis und habe Heilungen, große Heilungen bekommen. Und für die Weihnachtsfeier wurde mich gefragt, ob ich mit der Klarinette begleiten könnte. Ich hatte über 20 Jahre nicht mehr Klarinette gespielt. Ja, und dann habe ich Bruno Gröning gesagt, ja, wenn du willst, dass ich Klarinette spiele, dann musst du mir helfen. Weil während 5 Jahre konnte ich überhaupt nichts machen. Und dann habe ich gespielt und habe auf einmal so eine Liebe gespürt zur Klarinette, die ich sogar als Kind nicht hatte.
Und seitdem habe ich dann entschieden, weiter Klarinette zu spielen. Und dann kam Januar, durfte ich Infovorträge mit den Ärzten, also ich durfte da begleiten. Und da bekamen wir einen Apfel. Und ich habe auch die Heilung von Nahrung und Verträglichkeit bekommen. Und keiner hatte ein Messer dabei zum Abschneiden. Und ich sage, wie mache ich das jetzt? Und da kam der Gedanke, beiß rein. Und das war im Januar. Dann habe ich drin gebissen. Das klappte ohne Schmerzen. Ich war total erstaunt und habe dann den Apfel fertig gegessen. Und das war die Heilung dann von den Schmerzen. Meine Zähne sind schwarz geworden, die sind ja wurzelbehandelt. Und ich habe gehört, es gibt Zahnärzte im Freundeskreis, auch Zahnheilung. Also habe ich weiter dran geglaubt. Dann kam ich hier im Orchester mit der Klarinette zu spielen. Und ich war so glücklich, dass ich einfach nur mitspielen durfte und sagte meiner Nachbarin, es geht mir so gut, außer dass meine Zähne schwarz sind, geht es denen gut. Ich habe keine Schmerzen mehr beim Spielen. Und dann sagt sie, welche Zähne sind schwarz? Und ich, ja, die zwei Schneidezähne. Und dann sagt sie, ich sehe nichts. Und dann habe ich ja Pech gefragt. Ich sage, Pech, muss mal zur Toilette gehen. Und habe mich im Spiegel geschaut und konnte meine Augen nicht glauben. Die Zähne sind wieder ganz normal geworden. Also früher habe ich beim Lächeln immer so gemacht, aber jetzt kann ich frei lächeln. Und ich habe keine Aufbissschmerzen mehr. Ich bin so glücklich und ich würde von nichts das Orchesterwochenende verpassen. Ja, und jetzt bin ich so glücklich, ein Instrument zu sein für dieses Werk und mit meiner Klarinette im Orchester mitzuspielen. Also wenn ich Bekannten erzähle, dass ich an einem Chor- und Orchesterwochenende teilnehme, wo Musik aufgenommen wird, die gerade erst komponiert worden ist, dann rechnen die eigentlich damit, dass eher das moderne Musik ist, im Sinne von mit vielen Disharmonien. Aber die Musik, die hier eingespielt wird, ist genau das Gegenteil. Sie ist sehr harmonisch und für mich eigentlich so ein Inbegriff von Harmonie auch. Und zum Beispiel lasse ich mich schon seit Jahren von genau den gleichen Musikstücken wecken, die wir irgendwann mal hier an einem Orchesterwochenende aufgenommen haben. Es ist immer wieder besonders, hier zusammenzukommen, mehr oder weniger immer die gleichen Freunde zu treffen, aber es sind auch immer wieder neue Freunde dabei. Es ist immer wieder ein neuer Anfang, ein gemeinsames sich kennenlernen, zusammenfinden, zusammenspielen. Und es ist aber jedes Mal so, dass ich sagen muss, wenn ich da nicht dabei gewesen wäre, hätte ich was verpasst. Vor 2 Jahren ist das gewesen, als ich eine Stelle spielen musste mit dem Horn, die wirklich sehr anspruchsvoll war. Es ist bei diesem Instrument so, dass man einfach bis zu einer gewissen Höhe sich den Tonumfang aneignet und darüber hinaus aber es recht schwierig ist, Töne einfach zu spielen. Und diese Stelle, die ich spielen sollte, war einfach wirklich an meiner Grenze. Je länger ich und je mehr ich mich da vorbereitet habe und je länger ich geübt habe, umso geringer ist mein Tonumfang geworden. Ich konnte dem Instrument diese Töne gar nicht mehr entlocken. Als ich dann hergekommen bin und am Morgen das Horn ausgepackt habe und versucht habe, da zu spielen, war ich wirklich einfach verblüfft, weil die Töne, die ich eigentlich wochenlang versucht habe zu spielen, sind dann einfach da gewesen. Und das war schon eine große Hilfe für mich und auch ein besonderes Erlebnis. Dankeschön. So. Ja, liebe Freunde, drüben probt das Orchester. Die sind auch auf dem Weg. Und bevor wir jetzt weiter singen, wäre es mir ein Anliegen, dass wir das, was wir beim letzten Chorwochenende
mit den Freunden auch so begangen sind, den Weg und was sich gut angefühlt hat, dass wir das heute auch gemeinsam nochmal machen. Dass wir ganz wegkommen von dem Leistungsgedanken. Und von dem, dass wir etwas erfüllen müssten, was von außen erwartet wird. Wenn Sie jetzt mit mir mal gemeinsam zurückgehen und sich vorstellen, Sie können, wenn Sie wollen, die Augen schließen oder die Augen auflassen. Wir gehen zurück zu dem Punkt und stellen uns vor, eine Seele wird erschaffen. Wir selbst werden erschaffen. Und in diesem Erschaffenwerden, in diesem Funken bekommen von Gott, entsteht eine Schwingung. Und das ist unsere Stimme. Und dieses Ja, dieses erste Ja oder dieses Oh von der Seele, die da beginnt zu leben, dabei nimmt die Seele wahr, dass das, was in ihr lebt und ihre Stimme sich bildet, das bildet um sie herum wie eine Fruchtblase, einen Ton. Ja, das ist das Leben, was uns geschenkt worden ist. Und das ist dieses Licht und dieses Leben. Und in dem dürfen wir leben. Und wer das kann, wer dabei sich ist, wer sich selbst wiedergefunden hat. Und er weiß, er darf das jetzt wieder. Und an diesen Punkt gehen wir zurück. Und Bruno Gröning hat uns erklärt, irgendwann kam dann diese Stimme von außen. Da kam nicht dieses Bewusstsein, dass man von innen dieses Leben und man im Grunde genommen schwingt und singt in dieser Kraftblase, auch gemeinsam. Dass man viele Flammen praktisch zusammen zu einer großen Flamme, zu einem großen Kraftraum werden lassen kann. Da kam dann irgendwann die Stimme von außen. Und die hat natürlich gesagt, ja, da war nicht mehr dieses Ja. Da war es, ja, wie kannst du singen? Ja, du kannst noch lauter singen, wenn du willst. Und hörst du den da hinten singen, so gut wie der, singst du schon lange. Oder mach doch mal den nach. Ach, den kannst du doch nachmachen. So singst du doch auch. Und dann kam plötzlich das da herein, was Bruno Gröning uns erklärt hat. Da ist etwas abgerissen. Und jetzt gehen wir ganz bewusst zurück und denken nicht mehr an das, was wir nicht mehr wollen, sondern jetzt stehen wir nochmal an dem Punkt, wo wir das Gefühl von Gott bekommen, du darfst leben, du sollst leben und dieses Ja. Und jeden Ton, den wir jetzt singen, das ist diese Kraft, die in uns ist. Und als allererstes singen Sie in dieser Kraft. Sie sind der Allererste, die aus dieser Kraft leben soll. Bevor Sie daran denken, ob Sie für mich oder für den Zuhörer schön genug singen, ist erstmal wichtig, dass Sie in diesem weit, 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 dass Sie es erstmal für sich singen. Und dann gehen wir vorbei an dem, der sagt, ha. Gehen Sie da vorbei und bleiben Sie auf diesem Weg. Und dann passiert etwas, wo Bruno Gröning sagt, wir müssen erst den Weg zurückgehen, da wo wir vom Weg abgekommen sind. Und dann gehen wir den gemeinsam weiter. Und das ist unsere erste Aufgabe jetzt bei allem, was wir tun. Komponieren zu können und die Gelegenheit zu haben, eigene Werke mit und für andere Menschen hörbar zu machen, bedeutet Verantwortung zu haben. Denn jede Musik beeinflusst die Seele. Es fließt etwas in sie hinein. Die Aufgabe für den Bruno Gröning Freundeskreis zu komponieren, zu musizieren oder zu dirigieren, bedeutet für mich, die Freunde mit einer höheren Ebene zu verbinden. Sie über die Musik mitzunehmen in einen lebendigen, vertrauten Raum, in dem sie sich geschützt entfalten und als lebens- und liebefähig erleben. Es ist, als würde sich beim Komponieren eine göttliche Ebene, etwas Wesenhaftes mit mir verbinden, und über diese Musik eine Brücke bauen. Über die Brücke kommt uns etwas oder jemand entgegen, das uns die Hand reicht und uns mit Kraft erfüllen will. When I was 13 years old,
Als ich 13 Jahre alt war, fing meine Menstruation an, aber sie war nie regelmäßig. Sie kam vielleicht 4 bis 5 Mal im Jahr und ich wusste nie wann. Es war immer schmerzhaft und ich befragte meine Mutter darüber, die dann zu ihrem Arzt ging. Aber er sagte, macht euch keine Sorgen. Dies ging so weiter, bis ich 18 war und selber zum Arzt gehen musste. Er diagnostizierte damals ein polyzystisches Ovarialsyndrom. Ich wusste gar nicht, was das ist, und sie sagten mir, dass ich die Pille nehmen muss, das würde meinen Zyklus normalisieren. Also habe ich das getan. My menstrual cycle, so that's what I did. I also went to a doctor at the time, who told me that my hormone levels. Ein anderer Arzt sagte mir auch, dass mein Hormonspiegel so niedrig sei, dass es für mich unmöglich wäre, schwanger zu werden. Mit 18 wollte ich sowas überhaupt nicht hören, aber ich habe es dann wirklich verinnerlicht und für viele Jahre war das Gefühl im Unterbewusstsein, dass ich nie schwanger werden könnte. So habe ich einfach die Pille weitergenommen. I made maybe several not very good choices when it came to relationships over the years. Ich habe mit den Jahren bezüglich meiner Beziehungen einige nicht so gute Entscheidungen getroffen und nicht so gut auf mich selber aufgepasst. Seit ich 13 Jahre alt war, hatte ich auch sehr starke Akne auf meinem Gesicht und im Brustbereich. In 2002, I was living in. And I was 31 years old. I was living in Japan at the time. 2002, als ich 31 Jahre alt war, lebte ich in Japan nach meiner Scheidung. Ich habe da gearbeitet und fand in der Japan Times einen Artikel über den Bruno Gröning Freundeskreis. Ich habe zu der Zeit nicht nach Hilfe für mich selber gesucht. Meine Situation war mir seit all den Jahren schon zur Gewohnheit geworden. Ich hatte schon viele Jahre Akne und weiterhin die Pille genommen und nicht viel über meine eigene Gesundheit nachgedacht. Aber es zog mich sehr zur Lehre Bruno Grönings, zu seinem Bild, das ich sah. Und dann fing ich an, die Gemeinschaftsstunden zu besuchen und habe sie nach meinem Umzug 2004 nach Australien weiter besucht. Und dann in 2007 wurde ich zur Mai-Schulungswoche eingeladen. Während dieser Woche begannen Schmerzen im Bereich meines rechten Eierstocks. Und ich erinnere mich daran, dass ich dachte, dies seien vielleicht Regelungen. Und ich bekam immer wieder die Gedanken, ich sollte aufhören, die Medikamente zu nehmen. Nach dem Absetzen der Pille hatte ich 9 Monate lang keine Regel mehr. Und danach, in den nächsten 9 Monaten, fing meine Regel wieder an und wieder sehr starke Blutungen. Ich wusste nicht, wann sie kamen und es war immer noch sehr schmerzhaft. Aber ich habe nicht darüber nachgedacht. Und als ich in 2010 wieder in Australien war, wurde mir nach ein paar Monaten allmählich bewusst, dass meine Periode zum ersten Mal in meinem Leben regelmäßig war, ohne irgendeine extra Unterstützung. Which was a real joy for me. So, and das war für mich eine echte Freude und seitdem ist sie immer regelmäßig geblieben. The acne had, when I stopped taking a contraceptive pill, the acne really came back. Nachdem ich mit der Pille aufgehört habe, trat noch einmal sehr stark die Akne auf, aber auch das verschwand nach einer Weile. And then on with the my issues with fertility, I had went to the doctor and had. Wegen der Fruchtbarkeit war ich von 18 bis 40 Jahren jedes Jahr für Ultraschalluntersuchungen beim Arzt, die immer Zysten in den Eierstöcken zeigten. Aber ich wollte gar nicht mehr dran denken, deswegen ging ich deswegen nicht mehr zum Arzt. Da ich langsam auf die 40 zuging, dachten die Menschen um mich herum schon, dass ich nie Kinder haben würde. I got married again in 2010. Ich habe in 2010 wieder geheiratet. Ich bin sehr froh, berichten zu können, dass mein Mann und ich Eltern werden durften von unserer kleinen Tochter Rose. Sie ist eine wahre Freude. And she's a real joy. I do einstellen and I really ask
Ich stelle mich ein und bitte Bruno wirklich für all die Hilfe, die ich in meinem Leben für alles brauche. Ich bin so dankbar, dass ich das erfahren durfte. Und ich bin genauso dankbar, dass ich hier auf diesem Wochenende sein darf. I've been a musician. I started learning music when I was 9 years old. Ich bin Musikerin, seit ich mit 9 Jahren angefangen habe und habe auch beruflich in Orchestern gespielt. Aber was ich hier erleben durfte, die Freude habe ich vorher mit Musik nie erfahren. Ich singe und spiele hier im Freundeskreis. Das ist einmalig. It was when I was 8 years old. I had just changed elementary schools. I had new friends. Als ich 8 Jahre alt war, habe ich die Grundschule gewechselt und hatte neue Freunde. Ich bin zu einer Freundin zum Spielen rübergegangen und als ich nach Hause kam, war ich krank. Nachdem das ein paar Mal so ablief, hat mich meine Mutter zum Arzt gebracht. Er fragte, ob die Freundin Katzen hätte und ich sagte ja. Er sagte, du bist gegen Katzen allergisch, deswegen kannst du dort nach einiger Zeit nicht mehr atmen. That's why you can't breathe when after you go there and you spend time there. So I was diagnosed as having allergic asthma as a reaction to cats. Also hatte ich die Diagnose allergisches Asthma als Reaktion auf Katzen. Das bedeutete, ich konnte sowohl diese Freundin als auch andere Leute, die Katzen hatten, nicht mehr besuchen. Ansonsten hätte ich nach ca. 15 Minuten in deren Haus eine Enge in Hals und Brust bekommen, hätte nicht mehr atmen können und das Haus verlassen müssen. Die Ärzte konnten mir nichts geben. Später wurden mir Inhalatoren verschrieben, die ich aber nicht benutzen wollte, da ich nicht abhängig davon werden wollte. Ich habe einfach gewusst, das will ich nicht. Die wollten mir das zwar geben, aber ich wollte es nicht benutzen. Und meine Strategie war dann, Häuser zu meiden, in denen auch Katzen lebten. Wenn ich zu einer Party eingeladen war, musste ich immer vorher fragen, habt ihr Katzen? Okay, dann kann ich nicht kommen. Until 2012, when I came to the Circle of Friends. Und so war mein Leben, bis ich im Jahr 2012 zum Freundeskreis gekommen bin. Eine Freundin, die Gemeinschaftsleiterin war, hatte mir 2010, 2011 einen Flyer gegeben und sagte, der ist für deine Mutter. Meine Mutter durchlebte zu dieser Zeit eine gesundheitliche Krise. Ich schaute den Flyer an und sagte, das ist wirklich ernst. Ich dachte mir, das gefällt mir. 2 Jahre danach spielte sich in meiner Familie ein ernsthaftes Drama ab. Ich habe einen älteren Bruder, der ernsthafte Probleme hatte. Die Freundin, die mir den Flyer gegeben hatte, war gerade von der Wanderwoche aus Vilsmus zurückgekehrt. Sie sagte mir, oh, es war so schön und kraftvoll. So viele Menschen haben Heilungen bekommen und dies und das. Und sie war einfach so von Freude erfüllt, ich konnte es durchs Telefon hören. Ich sagte, also, wenn es so gut für andere Leute ist, vielleicht sollte ich mir das auch mal anschauen. Sie sagte, super, da ist nächste Woche eine Einführung. Es war im Juli 2012, als ich dann zu einer Einführung gegangen bin. In der ersten Woche nach der Einführung habe ich eine Heilung von Knieschmerzen erhalten, die mich 5 Jahre geplagt hatten. Einen Monat später hatte ich ein Vorsprechen für ein Theaterstück in der Wohnung des Produzenten in Downtown Manhattan. Und ich hatte gar nicht daran gedacht, die gewöhnliche Frage zu stellen. Am Tag dieses Vorsprechens war ich schon dabei, zur U-Bahn zu gehen und dachte, warte, du hast gar nicht gefragt, ob die Katzen haben. Also habe ich mich eingestellt und sagte, Bruno, soll ich da hingehen? Und hörte, geh einfach. Okay. Ich bin mit der U-Bahn gefahren, bin zu dieser Wohnung gegangen und hatte ein wunderbares Vorsprechen. Die Produzenten und ich haben uns super verstanden. Und als wir uns nach ca. 45 Minuten hinsetzten, schaute ich, während wir redeten, runter zu meinen Füßen, von wo aus eine goldäugig getigerte Katze zu mir hochschaute. Genau die Art von Katze, auf die ich normalerweise allergisch gewesen wäre. Aber ich hatte gar keine Reaktion. Ich konnte atmen und war dort bereits für 45 Minuten gewesen. Ich dachte, mein Gott!
Ich habe eine Heilung bekommen. Und dann, als ob die Katze es nochmals hätte auf den Punkt bringen wollen, ging sie zu dem Stuhl, auf dem ich zuvor gesessen hatte, und nieste. Dann wusste ich, Bruno hat Sinn für Humor. Seit diesem Moment kann ich nun alle möglichen Leute zu Hause besuchen. Es ist egal, welche Möbel oder Teppiche sie haben. Ich kann atmen, ja sogar übernachten. Vor einigen Jahren habe ich eine Freundin besucht, wusste aber nicht, dass sie Katzen hat. Und das Haus hatte Teppichboden und lauter solche Sachen. Sie hatte eine orangene Katze und sie hat mich geliebt. Immer während ich mich eingestellt habe, wollte sie auf meinem Schoß sitzen. Und dort musste ich übernachten. Ich habe sogar in dem Lieblingszimmer der Katze übernachtet und konnte die komplette Nacht durchschlafen. Ich bin aufgewacht und konnte immer noch atmen. Ich dachte, wow, ich bin wirklich geheilt. Das ist großartig. Und jetzt bin ich hier auf diesem Chorwochenende. Und since being in the Circle of Friends, I mean, the music was. Seit ich im Freundeskreis bin, war die Musik eines der ersten Dinge, die mich angesprochen hat. Ja, ich habe die Kraft gespürt, aber die Musik empfand ich als so kraftvoll. Ich war schon, bevor ich zum Freundeskreis kam, eine professionelle Musikerin, doch das Singen war trotzdem sehr schwierig für mich. Ich konnte mit meiner Stimme nie das umsetzen, was mir meine Gesangslehrer versucht haben beizubringen. Und ich singe immerhin schon seit meiner Kindheit. Als ich älter wurde, wurde es immer schwieriger für mich, frei zu singen, obwohl ich eine professionelle Musikerin war. Aber im Freundeskreis, wissen Sie, ist die Musik und das Singen so voller Liebe und das Musikmachen kommt von Herzen. Und ich habe immer gewusst, so sollte Musik sein. Seit ich im Freundeskreis bin, habe ich angefangen, alles, was mir meine Gesangslehrer über die Jahre versucht haben beizubringen, umsetzen zu können. Ich singe etwas und denke dabei, diese Lehrerin hat mir das gesagt. Und ach so, so hat sie das damals gemeint. Und jetzt bin ich hier auf diesem Wochenende und darf ein Solo singen. Es ist wirklich, als wäre ein Traum wahr geworden. Ich bin glücklich, hier zu sein, eingebettet in diese Liebe, in dieser guten Energie. Danke. In dieser unglaublich wertvollen Lehre darf ich schon mehr als 14 Jahre sein, seit 2005. Und diese ganze Zeit ist für mich sehr lehrreich. Die ganze Zeit lerne ich intensiv. Und als ich im Jahr 2012 zum ersten Mal nach Hause zurückgefahren bin von meiner ersten Wanderwoche in Vilsmus, ist Bruno in mich gegangen. Er gab mir das Gefühl, dass ich die Leiterin der Kindergemeinschaft werden soll. Und das war etwas Besonderes, besonders für mich, weil ich Angst hatte, vor vielen Menschen zu sprechen. Ich war immer gewöhnt, mit Einzelpersonen zu reden und zu arbeiten. Und das Gefühl und das Glück, das ich damals empfunden habe, kann ich nicht beschreiben mit Worten. Und dann ging's los, sowohl in meiner Musik als auch sonst. Ich selber begann, die Musik auf ganz andere Weise wahrzunehmen. Ich bin Pianistin, also ich spiele Klavier, und in meine Musik kam das Himmlische. Das kann man mit Worten nicht beschreiben. Die Gefühle waren phänomenal. Ich habe ein Stück Himmel gespürt, als ich für mich und für andere gespielt habe. Die Angst ist verschwunden, die ich früher hatte, bevor ich spielte. So unendlich habe ich mich mit dem Himmel, mit Bruno, mit Gott verbunden. Auch die Freunde auf allen Tagungen, Wanderungen in Vilsmus, wo auch immer ich war, haben das gespürt. Sie sagten, dass es so unglaublich ist, wenn ich spiele.
Ja, und das ist es. Was ich gefühlt habe, habe ich geistig unsichtbar weitergegeben. Dasselbe geschah bei meiner Arbeit als Klavierprofessorin. Ich wusste nie, was ich erwarten soll, wenn ich mit den Schülern arbeiten werde. Und es geschahen unglaubliche Dinge. Ich bekam unglaubliche Ideen. Etwas Unbegreifliches geschah, nämlich, ich war so glücklich, ich war so erfüllt, als ich unterrichtet habe. Und das haben auch meine Schüler gespürt, die mehrmals Preisträger geworden sind auf mehreren internationalen und staatlichen Wettbewerben. Ja, Bruno hilft uns immer. Er hilft immer, wo auch immer wir sind. Was auch immer wir tun, wenn wir das Herz weit öffnen, dann dürfen unfassbare Dinge geschehen. Nur müssen wir wirklich offen sein. Wir müssen uns wünschen und dann beginnt der Prozess der Veränderungen. Und ich selber bin jetzt in diesem Prozess. Obwohl dieser Prozess oft schmerzhaft war, aber es geht nicht ohne. Etwas Schlechtes muss rausgereinigt werden und dann kann das Göttliche in uns kommen, in unser Herz, in unsere Seele und in unseren Körper. Wenn wir uns Zeit geben, wenn wir uns Zeit für uns nehmen, an uns arbeiten und wir verändern uns und werden glücklich, zufrieden und gesund, dann können wir auch vielen anderen Menschen auf dieser Erde helfen. Und das ist das Schönste. Also heute darf ich zum ersten Mal auf diesem Musikwochenende sein, hier in Deutschland. Und es ist etwas Himmlisches, noch besonders hier zu sein, in dieser Kirche, wo Bruno geheiratet hat. Ich bin wirklich unglaublich dankbar. Dankbar und glücklich. Danke. Хвалежна і сречна. Хвала. Ich bin 1992 an einer Colitis ulcerosa erkrankt. Das ist eine chronische Dickdarmentzündung und diese war sehr, sehr heftig gewesen und das hat mein Leben völlig verändert. Mir wurde von den Ärzten gesagt, dass eine Colitis ulcerosa ist eine unheilbare Erkrankung. Man kann die nicht heilen und ich habe dann aber immer daran geglaubt, dass ich geheilt werden kann von dieser Erkrankung und habe deswegen den Beruf als Heilpraktiker erlernt, um Alternativen zu finden für diese Heilung. Und so bin ich dann auch zum Bruno Gröning Freundeskreis gekommen. Ich hatte 1999 eine Einladung zu einem Informationsvortrag, und zwar von der MWF, das heißt von der medizinischen wissenschaftlichen Fachgruppe. Und da bin ich dann sofort dahin und habe schon gewusst, hier werde ich die Heilung finden. Und so war das dann auch gewesen, glaube ich, nach der ersten oder der zweiten Gemeinschaftsstunde. Dazu muss man sagen, dass ich habe seit 1992 oder 1993 hatte ich immer Blut im Stuhl gehabt. Ich habe auch durch die naturheilkundliche Behandlung hatte ich immer so um die 10 bis 15 Stühle am Tag. Und wie gesagt, ich hatte halt immer Blut im Stuhl. Ich musste halt immer auch Eisen spritzen.
Und nach diesem Besuch von der ersten oder zweiten Gemeinschaftsstunde, da hatte ich so ein Erlebnis mit Bruno Gröning. Und danach hatte ich kein Blut mehr im Stuhl. Wann war das? Das war im Oktober 1999. Und das, da habe ich mich eigentlich schon geheilt gefühlt. Es hat ungefähr noch, naja, so 3-4 Jahre gedauert, bis das alles in Ordnung war mit dem Darm. Ja, ich fühle mich einfach verpflichtet zu dieser Musik im Freundeskreis, weil die bringt etwas ganz Neues. Und zwar die bringt, dass man sich dem Heilstrom öffnen kann, dass man sich diesem Raum öffnen kann, wo man Bruno Gröning trifft. Menschen, im Besonderen Jugendliche, dort abzuholen, wo sie stehen, bedeutet nicht zu versuchen, ihnen in der Musik Unruhe, Wut oder seelische Öde zu bestätigen. Wut ist nicht ihr Wesen und Charakter, sondern der Notruf ihrer in Wahrheit wunderbaren Seelen, im Schmerz über nicht erfahrene Liebe und Respekt. Diese unstillbare Unruhe wegen der scheinbaren Unerreichbarkeit von echtem, gesundem Lebensglück. Wer eine Seele durch schwere Lasten niedergedrückt wirklich dort abholen will, wo sie steht, muss mehr im Gepäck haben als die Fähigkeit, ihre Gefühle zu imitieren. Frau Greta Häusler erklärte mir aufgrund ihrer Erfahrungen mit Bruno Gröning, umso tiefer eine Seele gefallen ist und umso größer die Belastungen, die sie niederdrücken, desto höher und stärker müssen Glaubenskraft und Liebe sein, die auf der anderen Seite des Hebels ansetzen, um sie herauszureißen. Wenn eure Musik also den Untersten erreichen, erfassen und erlösen soll, muss sie von ganz oben kommen. Persönlichen musikalischen Wurzeln sind zwar hauptsächlich in klassischer Musik verankert, dennoch verfolgt der Bruno Gröning Freundeskreis generell keinen kulturellen Auftrag. Wir fühlen uns keinen akademischen oder wissenschaftlichen Ansichten, Praktiken oder Lagern verpflichtet. Das bewahrt uns die Freiheit, offen zu bleiben für die wesentliche Frage, die sich bei allem stellt, was wir im Bruno Gröning Freundeskreis tun. Dient, betreut und unterstützt es die hilfesuchende Seele, die sich vertrauensvoll öffnet und ein Recht darauf hat, dass wir immer weiter darum ringen, nicht irdische Maßstäbe zu erfüllen, sondern himmlische Geschenke weiterzureichen. Liebe,
Das war total schön, weil gestern, also als wir angefangen haben zu spielen, ich kam mir ein bisschen vor wie in so einem Wasserfall. Es hat eigentlich alles so gekribbelt. Ich habe mir heute irgendwie gedacht, wie könnte man das beschreiben, als würde das Herz schwimmen oder so. Also da geht einem so alles, da geht irgendwie, wird es da so richtig warm und es fühlt sich total schön aus, fühlt sich total schön an in der Musik und in dem Gesang zu sein, ja. Also ein bisschen wie Schwimmen oder Baden, genau. Was verbinden Sie denn mit dieser Musik? Ich würde eher sagen, die Musik verbindet die Herzen oder so. Also es geht einfach so ins Herz, da kann man gar nichts machen. Also wir sind dann so in so einem Rhythmus geschwungen, also es war wie so eine Woge und wenn man sich so da drin bewegt hat, ist man eigentlich auch genau im richtigen Tempo oder Rhythmus geblieben. Also es war eigentlich mehr wie weit aufs Meer oder so, weiter in die Weite fahren, in die Weite wiegen und so. Ja, das ist irgendwie so eine Einheit und das war auch so ein Erlebnis auf einem Orchesterwochenende, da waren wir 5 zweite Geigen und es hat sich angefühlt, als wären wir eine, als wären wir so verbunden miteinander. Alle bewegen sich in die gleiche Richtung und spielen das Gleiche und dann ist man, ja, man ist einfach eins und das ist so ein, ja, das ist so ein Gefühl, das kannte ich vorher nicht. Schön. Haben Sie denn durch das Einstellen und einfach durch das Erleben hier was Besonderes erlebt? Ja, total viel. Also, und momentan, ich bin so, ich habe so unglaubliche Sachen gerade durch die Einstellketten erlebt. Ich bin totaler Einstellketten-Fan jetzt. Und ja, ich finde es einfach so schön, dass man sich, dass man das sofort spürt, wenn sich jemand für einen einstellt. Und dass man auch sich für jemand anders einstellen kann und dem sofort helfen kann. Also man kann ihn sofort unterstützen mit guten Gedanken und der andere kann es sogar spüren. Und das finde ich, das finde ich total großartig, dass es das gibt. Und ich bin so froh, dass ich das auch kennengelernt habe, die Lehre, dass ich einfach, wenn zum Beispiel jetzt mal, man kommt ja schnell in Situationen, in denen man vielleicht was sagt, was man gar nicht sagen wollte oder irgendwie komisch reagiert und dann ist auf einmal eine ungute Stimmung da und ich bin so froh, dass ich jetzt weiß, was ich dann machen soll. Man kann sich ja einfach entscheiden, also ich muss es ja nicht annehmen, ich kann es einfach sofort wieder abgeben und dann ist wieder die gute Laune da und die Freude und da bin ich total dankbar für. Das war auf einer Schulungswoche, haben wir ein Stück gespielt in Maribor und es war total lieblich, aber es gab so ein paar Stellen, die hätte man auch ein bisschen dramatischer spielen können und ich habe das Tempo so richtig angezogen, weil es mir so Spaß gemacht hat zu spielen, aber die anderen, die sind eigentlich gar nicht mehr mitgekommen. Danach war es so, ja, es war total schön, vielleicht so ein bisschen zu schnell. Und das hat mich irgendwie so getroffen, wo ich dann dachte, boah, das wollte ich überhaupt nicht. Ich wollte jetzt gar nicht hier so alleine einfach spielen, sondern ich wollte gerne mit allen zusammenspielen. Und das hat mich die ganze Nacht beschäftigt, aber am nächsten Morgen gucke ich irgendwie in den Spiegel und denke irgendwie, ah ja, aber ganz nett oder ganz hübsch. Es war jetzt auch nicht so äußerlich, weil ich hatte eigentlich so einen Pickel auf der Stirn, sondern das war wirklich mehr so von innen. Und da habe ich so gemerkt, so, ach, jetzt habe ich mir eigentlich selbst dafür selbst vergeben. Ja? Also es war jetzt nur was total Kleines, ich habe einfach nur zu schnell gespielt. Aber das war für mich so, es ist nicht schlimm, nichts ist schlimm. Und genau, wenn man sich für sich selbst eben Liebe einräumt, oder? Und auch für die anderen. Gut, wir wären jetzt soweit. Herr Sala, können wir aufnehmen, bitte? Die Aufnahme läuft.
Danke.
Ja, liebe Freunde, unser Chorwochenende ist jetzt zu Ende. Wir haben alles aufgenommen. Sie haben das jetzt gespürt. Bruno Gröning hat gesagt, nicht was machen, sondern das machen. Es war ein Weg dahin. Und so eine Freude, wenn man das dann erleben darf gemeinsam, dass wir alles schaffen können. Tragen Sie das hinaus in Ihre Gemeinschaften, in den Freundeskreis. Wer mitsingen möchte, noch mitspielen möchte und wo Sie das Gefühl haben, der mit an die Ruder gehen möchte, ist herzlich eingeladen. Und alles Gute bis zum nächsten Mal. Wie war das Wochenende für Sie? Ja, überwältigend. Also ich habe es total genossen. Es ist meinen Erwartungen hat es übertroffen. Also ich weiß nicht, kann man nicht in Worte fassen. Muss man erlebt haben. Sehr schön, ja. Nehmen Sie sich was Besonderes mit nach Hause? Auf jeden Fall. Vor allem den Wunsch, nächstes Mal wieder dabei zu sein. Sehr schön. Vielen Dank. Ja, bitte. Ja, also ich habe auf jeden Fall vor, diese Melodie, die wir jetzt die ganze Zeit schon im Ohr haben, mit in den Alltag zu nehmen und immer, wenn ich irgendwie schlecht drauf bin oder so, dass ich diese Melodie mir dann wieder in den Kopf hole und wieder mich daran erinnere, wie schön es hier war. Wie haben Sie das Wochenende empfunden? Das war der Himmel auf Erden. Also es war, ich habe jetzt mir nichts direkt vorgestellt oder ich bin davon ausgegangen, dass das ganz großartig wird, aber ich habe mir einfach alles offen gelassen, um auch offen zu sein für das, was hier geschieht. Und ich kann wirklich nur sagen, mach dir keine Vorstellung von Gott, es kommt alles noch viel schöner. Und es war auch unendlich weit, diese drei Stücke mit aufnehmen zu dürfen, zu können. Das war für mich wirklich das Höchste. Ich habe meine eigene Stimme hier wieder bekommen. Ich habe erlebt, wie ich frei geworden bin, auch im Herzen. Ich habe so viel bekommen, so viele Bilder, so viele Begegnungen, die ich mit nach Hause nehme und von denen ich jetzt leben kann. Und ich bin vor allem von etwas frei geworden an diesem Wochenende, von wirklich so unguten Gefühlen, die ich seit vielen Wochen hatte. Und es ist ganz abgezogen und ich fühle mich wieder richtig glücklich, richtig, ja, wie ein Kind Gottes, das immer das Beste und Höchste bekommen kann, wenn es sich für das Jetzt entscheidet und sich öffnet für das, das geschehen darf dann. Die Begegnungen mit den Freunden waren außerordentlich schön. Wie das Orchester geführt wurde und auch der Chor, es war so liebevoll. Das kenne ich gar nicht so aus der Welt und von anderen Chören. Die Liebe, für die man hier wieder offen wird und auch erleben kann, dass um einen herum ja eigentlich nur liebe Menschen sind, die auch hier alle nur dasselbe wollen, heil werden, frei werden und das Gute miteinander erleben und teilen. Das hat mich überwältigt und ich habe jeden Moment ganz aufgenommen und genossen und selbst wenn Momente kamen, die sich anstrengend anfühlten oder ähnliches, ich habe das beiseite geschoben und gesagt, Mensch, sei froh, dass du hier bist. Du hast dich seit Jahren darauf gefreut und was kann es Schöneres geben als diesen Freundeskreis? Gott. Und den finden wir hier und sind auch noch unter guten, lieben Freunden, die alle guten Willens und ja, sind und in Frieden wollen.